Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Episode von Wild Heart. Die letzte Folge war wieder wow. Das war richtig beeindruckend, muss ich sagen. Also, ja, dass wir das beim ersten Mal geschafft haben. Jetzt sollen wir mit ihm reden. Chef, ist der Weg zum Schloss nun frei? Ich möchte jetzt aber noch nicht mit ihm reden. Ich glaube, seid ihr stärker und schärfer. Genau, was ihr braucht, nehme ich mal an. Hühnchen. Was fehlt da noch? Mhm. Das könnten wir machen. Ich brauche nur das Hühnchen. Okay. Ich denke da. In dieser Folge weiß ich noch gar nicht, was wir genau machen, Leute. Ich würde vorerst eine kleine Nebenmission machen. Und noch Karakuri verbessern. Verbessern oder ein bisschen leben. Das und das gibt das. Okay. Ich weiß gar nicht, was soll das sein? Was machen wir? Irgendwas? Das hier vielleicht. Das brauche ich nicht unbedingt. Erhöht die Anzahl gefangener Fische. Ich mach das mal. Gut. Wir machen jetzt so eine kleine Nebenmission, glaube ich. Wir haben hier doch jede Menge Nebenmissionen. Wieso werden die nicht angezeigt? Oder nehmen wir hier einfach eine an? Vielleicht haben wir die schon verloren. Kann ja auch sein. Hier unten gibt es kleine Nebenmissionen. Ah, ihr kommt genau richtig. Die Handwerker sind guter Ding. Oh. Ahoi! Ein neuer Tag, eine neue Jagd? Klingt gut. Gerade wollte ich selbst. Hey, Nobu. Ihr geht nirgendwo hin. Es ist ein Tag für Landgang. Und das wisst ihr. Jingoro. Ja, ich weiß. Aber wenn wir nicht bald etwas fangen, wird den Leuten hier das Essen knapp. Rumorende Mägen sind nichts gegen das Rumoren der See. Wollt ihr wirklich rausfahren? Ich muss es tun. Ich will das Wetter nicht herunterspielen, aber wir brauchen den Fang. Euer alter Herr wäre enttäuscht von mir, wenn ich zuließe, dass euch etwas passiert. Wartet, bis es sich etwas beruhigt, mein Junge. Um was geht es denn? Die See ist derzeit besonders rau. Manche vermuten, dass Kemodo daran schuld sind. Der letzte gute Fang ist lange her. Wem nützen wir Fischer etwas, wenn wir nicht auf dem Wasser sind? Was sollen die Leute essen? Und wenn die See sich nicht beruhigt, wie kommen wir dann zurecht? Wir werden uns da nicht einig, Nobu. Auch wenn ich verstehen kann, wie ihr euch fühlt. So wie ich das sehe, wird die Lage nie besser, wenn keiner bereit ist, ein Risiko einzugehen. Aber keine Sorge. Wenn ich ein Kemono sehe, laufe ich einfach weg, wie immer. Im schlimmsten Fall locke ich es dann immerhin von den anderen weg. Genau das bereitet mir Sorge, Storaal. Ob ihr wohl helfen könntet? Mitgehen und nach dem Rechten sehen? Natürlich. Man sagt, ihr seid eine fähige Jägerin. Wenn dieser junge Hitzkopf sich mit einem Kemono anlegt, könntet ihr eingreifen, oder? Ja, natürlich. Wenn es euch glücklich macht, Jingoro, soll es mir recht sein. Es wäre beruhigend, euch dabei zu haben.
Ich wollte heute mit dem Boot zur Seeleninsel rüber. Ich nehme an, ihr habt noch etwas zu erledigen. Treffen wir uns später da drüben. Okay. Verzeiht die zusätzliche Arbeit. Okay. Gehen wir mal rüber. Hä? Verstehe nicht genau. Wir haben kein Kimono zur Auswahl zum Bekämpfen. Weil... Verstehe ich nicht. Wir sollen zuerst zu ihm. Kann ich hier jetzt irgendwas Neues... Ich habe jetzt hier nichts Neues. Ich platziere hier mal ein bisschen was. Ich habe doch garantiert wieder einige Sachen bekommen. Okay. Das kann mal hier trocknen. Suchen wir ihn mal. Zum Fischen. Kann das sein, dass da der Waschbär ist? Das wird Sinn ergeben. Und Essen? Hühnchen? Da oben waren wir schon. Weil hier sind ja immer noch jede Menge von den Dingern. Einen Roboter, einen kleinen. Da unten? Okay. Hey, Dude. Oh, da seid ihr ja. Hi. Ich bin gerade mit dem Angeln fertig. Kimono! Oh. Kimono? Das war ein echt großes! Echt? Wo? Würdet ihr euch darum kümmern? Yo. Ich bringe die Leute in Sicherheit. Ups. Kann man. LOL. Okay. Oh. Okay, 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 okay. Verstehe. Der mich schon fast fertig macht, ist schon irgendwie peinlich. Hm.
Kleiner. Ich habe jetzt viel zu viel. Aus mit dir. Nein. Komm her. Kleiner, komm her. Nein, 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 nein. Alter, das ist so knapp, nur Ausgang nicht. Okay, das habe ich jetzt irgendwie zum ersten Mal mitbekommen. Was für eine Krabbe da überhaupt? Okay. Na, Kleiner. Bist du jetzt zufrieden? Verzeih. Das ist doch ein Witz, oder? Der war jetzt easy. Wir sollten in die Stadt zurückkehren, bevor dieses Ding erneut angreift. Ja. Was ist das denn? Lol. Ich schau mal da nach oben. Da waren wir nämlich noch nicht. Hier vielleicht. Ah, Material. Und ein Roboter. Aber sonst nichts.
Oh, fertig. Uiuiui. Das ging jetzt aber irgendwie schnell, oder? Ah, der Biber oder Waschbär. Easy. Easy. Den kann jeder. Oder? Oh, Nobu. Nobu. Dem Himmel sei Dank. Ihr versteht es, mir graue Haare zu machen. Es tut mir leid. Wir müssen ein Kemono erzürnt haben, das sonst keinen Ärger macht. Es greift nur an, wenn sein Territorium in Gefahr ist. Nichts passiert. Seht, mir geht es gut. Niemand war in Gefahr. Keine Boote wurden beschädigt. Elender Thor, dass ihr diesmal davongekommen seid, heißt nicht, dass ihr nicht in Gefahr wart. Was wäre nur passiert, wenn ihr allein gefahren wärt? Ich saß hier auf glühenden Kohlen. Andere Fischer berichteten von einem Brüllen, das sie im Norden der Insel gehört hatten. Im Norden? Nein, das Kemono war auf der Südseite. Aber es tut mir leid, dass wir euch Sorge bereitet haben. Seid doch nicht so unverantwortlich. Wir schulden es eurem Vater, auf euch aufzupassen. Wenn euch etwas zustößt, könnte ich mir das nie verzeihen. Es tut mir leid, dass ich euch damit hineingezogen habe. Ohne euch hätte ich nicht überlebt. Wie seht ihr die Sache eigentlich? Findet ihr mich unverantwortlich oder verlässlich? Ich finde, ihr tut euer Bestes. Ja, glaube ich auch, weil er eigentlich nur helfen will. Aber wenn es leichtsinnig ist. Aber man muss Risiken eingehen. Ihr müsst nicht höflich sein. Ich bin manchmal nicht sicher, ob mein Bestes gut genug ist. Das letzte Oberhaupt der Zunft, mein Vater, war ein großartiger Fischer. Aber er starb auf See. Die Rolle wird jedoch vererbt. So war es schon immer. Deshalb versuche ich, in die Fußstapfen meines Vaters zu treten. Aber es ist nicht leicht. Manchmal ist es wie Rudern mit nur einem Paddel. Ich versuche, ein guter Anführer zu sein, aber dann bereite ich Jingoro Sorgen, wie vorhin. Ja, ich habe noch viel zu lernen. Aber ich schaffe das. Bitte entschuldigt jedenfalls all den Ärger. Und vielen Dank. Kein Ding. Immer gerne. Unsere Ausrüstung? Das war eigentlich schwach. Hä? Ist der jetzt da von oben runtergekommen? Lol. Okay. Unsere Ausrüstung sieht dreckig aus. Ich möchte die mal sauber machen. Ehrlich gesagt. Offenbar haben unsere Vorfahren. Hier entlang. Weil hier ist doch das Badehaus. Oder? Braucht eure Arznei, Tinktur. Hier. Das Badehaus. Da. Oh, ich sollte euch wohl grüßen. Willkommen. Warum seid ihr hier? Ihr habt sicherlich gesehen, wie Karakuri in ganz Minato zum Leben erwacht sind. Die Karakuri dieses alten Badehauses ebenfalls. Hm? Als die Ältesten beschlossen, diesen Ort wieder aufleben zu lassen, bot ich mich als Aufseher an, um meine Gedanken zu sortieren. Ich hatte dieses arme, verwahrloste Paradies schon ins Herz geschlossen, als ich es zum ersten Mal sah, noch bevor die Karakuri wieder arbeiteten. Dies ist nun mein Beruf und ich werde hart arbeiten. Das Wasser ist bereit, wann immer euch danach ist. Vielleicht könnt ihr ja jetzt, da alle Karakuri in Minato wieder funktionieren, auch eure eigenen Karakuri in der Stadt nutzen. Ich denke, dass sich diese Flugleine als nützlich erweisen könnte. Hm. Ja, schon gemacht. Du hast gerade jemand anderes sogar geflogen.
Okay. Oh. Oh, die vereiste. Ein erholsames Bad also. Ihr könnt mir eure Kleidung und eure Habe anvertrauen. Okay, lasst mal ganz kurz baden. Entspannt einfach. Jo. Wie leidig, dass meine Ausrüstung sauber wird, ehrlich gesagt. Gut, mit der Hose. Auch wenn es eine Leggings ist, einfach so rein. Naja. Schön. Gut. Ich glaube, das reicht. Gleich wieder passt raus. Auf euch auf. Ja, unsere Ausrüstung ist wieder sauber. Bald wieder. Okay, das funktioniert so. Ah, die kleinen Roboter baden auch. Das tut euch nichts. Interessant. Ja. Ah, hier seid ihr. Habt ihr gerade viel zu tun? Nö. Ich hätte nämlich einen dringenden Auftrag für euch. Es wurde mal ein Boot angegriffen, das an der Insel vorbeifuhr. Die Besatzung hat den Angriff gerade so überlebt und sich nach Minato geschleppt. Den Fischern zufolge sorgen wohl wieder einmal Kemono für Unruhe auf der Insel. Hm? Wenn diese Angriffe nicht aufhören, ist unser Handel bald erledigt. Ja. Alle Waren aus dem Norden werden an der Insel vorbei nach Minato transportiert. Würdet ihr also für mich auf die Jagd gehen? Angeblich sind die Knochen dieses Kemono leicht und robust. Also perfekt für Fischerausrüstung. Die Materialien würden also auch nützlich sein. Also das wäre das Hühnchen, oder? Wir können wirklich nicht leisten, den Handel noch weiter zu gefährden. Zweimal das Hühnchen. Das brauchen wir, glaube ich, sogar. Gut, aber das erst in der nächsten Folge, Leute. Dann haben wir jetzt schon den Auftrag für die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und wenn ihr mehr oder längere Folgen wollt, schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Würde mich freuen. Und ja, dann lasst ein Like und ein Abo da. Und auf jeden Fall die Glocke bimmeln. Gut, dann ciao. Hab euch lieb.